Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch einmal, wie ihr denn euer iPad ganz einfach ohne eine zusätzliche App herunterladen zu müssen als zweiten Monitor für euren Mac benutzen könnt. Also bleibt gerne dran. Das Feature, das iPad als zweiten Monitor zu verwenden, heißt bei Apple Sidecar. Das heißt, ihr könnt einfach euer iPad entweder, indem ihr den Bildschirm spiegelt oder den erweitert, als zusätzlichen Monitor an eurem Mac benutzen. Und das Coole daran ist, es läuft komplett ohne Kabel. Ihr könnt es zwar optional mit Kabel verwenden, aber es läuft über Wi-Fi und Bluetooth. Das heißt, es ist komplett drahtlos. Doch ihr müsst ein paar Voraussetzungen erfüllen, leider, um das zu verwenden. Es funktioniert jetzt nicht mehr auf eurem alten iPad 2, sondern ihr braucht mindestens ein iPad der 6. Generation, ein iPad Mini der 5. Generation, ein iPad Air der 3. Generation oder ein iPad Pro, da läuft es auf allen Modellen. Und bei eurem Mac darf es auch nicht irgendeiner sein, sondern ihr braucht mindestens ein MacBook Pro aus 2016, ein MacBook Air aus 2018, ein MacBook, also nur MacBook aus 2016 oder ein Mac Mini aus 2018, iMac Pro oder halt ein iMac aus 2015 oder halt den neuesten Mac Pro aus 2019. So, wenn ihr aus jedem Topf ein Gerät habt, also ein kompatibles iPad und einen kompatiblen Mac, dann braucht ihr nur noch die richtige Software. Ihr braucht auf dem iPad mindestens iPad OS 13. Das könnt ihr ganz normal in Einstellungen unter Allgemein und dann Info nachgucken. Dann seht ihr hier, welche Version ihr installiert habt. Da braucht ihr mindestens iPad OS 13, also ist jetzt schon etwas länger verfügbar die Funktion. Die wird natürlich immer wieder verbessert. Und auf eurem Mac braucht ihr mindestens, ich glaube, macOS Catalina, um das zu benutzen. Nach den ganzen Voraussetzungen ist jetzt leider noch nicht vorbei. Und zwar ist die nächste Voraussetzung auch noch, dass ihr dieselbe Apple-ID habt. Das seht ihr hier oben, welche Apple-ID angemeldet ist. Da muss dieselbe sein, wie wenn ihr jetzt auf eurem Mac in die Einstellungen geht und dann hier auf Apple-ID. Als nächstes müsst ihr bei beiden Geräten ins Kontrollzentrum. Dann müsst ihr schauen, ob Wi-Fi und Bluetooth an ist. Dasselbe macht ihr auch auf dem Mac. Check ist jetzt an bei mir bei beiden Geräten. Und dann kann es losgehen mit dem Verbinden. Also eigentlich sind das so Voraussetzungen, wenn ihr die jetzt einmal erfüllt habt, dann müsst es laufen, wenn ihr die richtige Software habt und Wi-Fi und Bluetooth dauerhaft anhabt. Dann könnt ihr jederzeit zu dem Schritt, den ich jetzt mache, und zwar unter macOS Ventura, müsst ihr einfach hier unter Displays, das müsst ihr auch bei allen macOS Versionen davor, allerdings müsst ihr jetzt hier auf Plus klicken, bei den alten macOS Versionen steht da Display hinzufügen. Dann klicken wir da drauf und dann wird jetzt hier direkt schon mein iPad vorgeschlagen. Man kann jetzt hier klicken, nur Tastatur und Maus verknüpfen. Dann ist es das neue Feature, dass man auch sein iPad mit der Mac-Tastatur und dem Mac-Trackpad benutzen kann. Aber wir wollen jetzt hier spiegeln oder erweitern auf iPad Pro. Dann klicken wir da drauf. Und ihr seht schon, der linke Bildschirm hat sich geändert. Hier hat sich nämlich eine App geöffnet. Wenn wir jetzt einmal so machen, dann seht ihr hier Continuity. Das steht für Sidecar. Und dann könnt ihr ganz normal auch hier wieder raus, könnt was machen und dann könnt ihr wieder hier rein. Und jetzt sehen wir hier die beiden Displays hier rechts auf dem MacBook. Wenn wir darauf klicken, können wir hier auf Trennen klicken, erweiterte Darstellung, Hauptbildschirm, integrierte Bildschirm spiegeln. Dann wird natürlich dasselbe angezeigt wie hier jetzt. Das sieht dann so aus. So, ich möchte jetzt hier mal die erweiterte Darstellung behalten und dann könnt ihr noch verschiedene Einstellungen machen, wie zum Beispiel, dass das Doppeltippen auf dem Apple Pencil funktioniert. Richtig, ihr habt es auch schon im Thumbnail gesehen, man kann den Apple Pencil nämlich bei dieser Funktion mit integrieren. Wie gut, dass ich den habe. Das heißt, ich kann euch gleich auch einmal zeigen, wie das funktioniert mit dem Apple Pencil, was es unterstützt und so. Und dann können wir hier noch Touchbar anzeigen, unten, oben oder halt sonst irgendwo. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann kann man ja auch noch die Seitenleiste einblenden. Das sind hier die ganzen Funktionen wie Command, die seht ihr jetzt nicht. Hier, da hat man einmal Command, die Alt-Taste, Großschreiben. Da hat man auch nochmal ein paar Shortcuts, die man verwenden kann. Auch nochmal ziemlich praktisch. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, dass ihr auch den Apple Pencil nutzen könnt. Und zwar gehe ich dafür einmal in Affinity Designer. Hier bin ich. Und kann das jetzt einfach problemlos rüberziehen. Wenn ihr das Gerät auf der falschen Seite habt, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, dann könnt ihr einfach auf Displays gehen und das ganze Display auf die andere Seite hier unter Anordnen natürlich verschieben, je nachdem, wo das halt anliegt. Das kann ihr natürlich nicht automatisch erkennen. Ist ja kein AirTag eingebaut. wenn wir jetzt hier drüben sind, dann seht ihr es schon. Normalerweise funktioniert mein Finger nicht
Also wenn ich jetzt hier schließen klicke, funktioniert es nicht. Aber wenn wir hier drin sind, dann kann ich das benutzen, weil macOS erkannt hat, dass es jetzt hier was zum Zeichnen ist. Und dann kann ich jetzt auch zusätzlich hier meinen Apple Pencil auspacken. Und dann kann ich hier zum Beispiel zeichnen. Also wenn ihr euch überlegt habt, ein Windows-Tablet zu holen, weil eben Apple das nicht zu bieten hat, dass ihr in macOS zeichnen könnt, zum Beispiel mit einem tollen Apple Pencil, dann habt ihr falsch gedacht, denn über dieses Feature kann man das iPad quasi als Grafiktablet benutzen und dann zeichnen und hat es direkt auf dem Mac. Also ein ziemlich cooles Feature, es wird auch von einigen Apps unterstützt und dann könnt ihr auch hier alle Funktionen benutzen, wie Doppeltippen, es erkennt, wie fest da aufgedrückt wird und so weiter und so fort, je nachdem, was halt von der App unterstützt wird. Das ist auch ziemlich cool. Und wichtig ist auch noch zu erwähnen, ihr könnt das Ganze wirklich to go machen. Auf allen Geräten, die ich euch genannt habe, na gut, mit dem Mac Pro to go wird es natürlich schwierig. Aber vor allem fürs MacBook ist es uns natürlich ziemlich interessant. Wenn ihr jetzt im Zug sitzt oder im Flugzeug, könnt ihr mal eben arbeiten und das Ganze mit zwei Displays, wenn euch euer integriertes Display zu wenig ist. Das soll es jetzt überwiegend gewesen sein von den Features. Ihr seht jetzt hier noch einmal, hier oben habe ich jetzt die Touchbar und zwar kann ich dann jetzt hier Sachen einstellen. Tempo, ohne, mit Füllung. Ziemlich cool, was man hier alles mitmachen kann. Ist wirklich ein echt cooles Ökosystem und das Ganze, wie das hier integriert wird. Ich kann euch auch noch einmal zeigen, wenn ihr jetzt hier auf Maus und Tastatur geht, dann habt ihr natürlich das neue Feature. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, dass ihr natürlich das iPad problemlos mit eurem Trackpad hier bedienen könnt. Und ihr könnt auch Sachen eintippen hier. Die Tastatur funktioniert einwandfrei, ich kann da problemlos tippen. Und wenn ich jetzt wieder hier in macOS bin, gehe ich rüber und will hier tippen, dann klappt das auch ohne Probleme. Also der Wechsel ist schon ziemlich gut eingerichtet. Das hat Apple auch jetzt in den letzten Jahren nochmal ein bisschen optimiert. Das Feature war ja immer wieder am Struggeln, wurde verschoben. Aber jetzt ist es da und für mich funktioniert es in 90% aller Fälle auch ziemlich zuverlässig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das Feature gefällt, ob ihr es wirklich in euren Alltag mit integriert und auch täglich benutzt oder auch wöchentlich, je nachdem, wenn ihr halt einen zweiten Monitor braucht. Ja, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Darauf bin ich gespannt. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.